Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sims 2, vier Jahreszeiten. Sophie und Philipp schaukeln eifrig und jetzt gucken wir mal nach dem kleinen Kind, der kleinen Emily. Sie hat Hunger und müsste mal gebadet werden. Also erst essen. Essen servieren und Telefon. Ja, ja. Oh, ich sehe gerade da hinten, die Spülmaschine ist kaputt. Irgendwer brauchte doch einen Mechanikpunkt. Ja, von mir aus. Ja, diese Vieh, dann kann die das nachher mal versuchen zu reparieren. Irgendwie hänge ich ziemlich hinterher mit den Bedürfnissen erfüllen von den ganzen Sim hier. Die Oma hat auch Hunger. Harndrang, Energie. Erstmal essen. Philipp dann auch essen. Und Sophie auch. War für Philipp kein Teller mehr da? Dann macht er sich jetzt was selbst. Noch sehen die Obstbäume gut aus, das heißt, ich kann sie noch nicht einpflanzen. Ich warte jetzt einfach mal, bis wirklich alle vier gleichzeitig Käfer haben und dann versuche ich sie einzusprühen. Gucken, ob das was bringt. Ob sich dann Philipp verwandelt. Bin gespannt. Und die Emily hat natürlich immer noch Hunger. Wieso kriege ich das Kind nicht satt? Das ist echt schlimm. Na kommt schon, ihr werdet doch aneinander vorbeilaufen können. Jesus. Ja komm, Oma, beweg dich. Meine Güte, es ist so schwer. So. Also, Schüssel spülen. Und Philipp hat die Kleine jetzt auf dem Arm, da kann er jetzt auch eine Flasche geben. So. Und dann müssten wir sie mal baden. Hätten wir schon. Ne, ist nur ein Baum zum Einsprung. Dann warte ich noch ein bisschen. Okay, jetzt können wir Emily in der Badewanne baden. Und Philipp, was machen wir denn mal mit dir? Oh, der braucht zwei Charisma-Punkte noch und einen Sauberkeitspunkt. Dann kann er jetzt mal reden üben und die Oma, was macht die denn? Ach so. Sie schläft im Bett von Philipp und Sophie. Ist ihr Bett nicht gut genug, oder was? So, raus hier. Du gehst jetzt hier oben aufs Klo, kannst doch gleich mal säubern.
ist so viel zu säubern. Ich glaube, ich brauche doch noch eine Haushaltshilfe. Das Gefühl, die Oma allein schafft das nicht. So, Philipp hat einen Fähigkeitspunkt bekommen. So, dann Sophie und Emily, was machen wir denn mit euch? Spielen, kitzeln. Könnt ihr euch mal ins Kinderzimmer gehen? Und wir essen mit Laufen lernen. Ups, das war falsch. So, Philipp muss mal jetzt woanders weiter üben, damit die Oma schlafen kann. Ja, und ich glaube, das mit dem Laufen geht noch nicht so gut. Sie krabbelt lieber. Und nein. Ich glaube, sie ist auch ganz schön müde. Gucken wir, wie sie noch das Töpfchen setzen kann, bevor sie ins Bett muss. Das geht nicht immer, wenn sie sehr müde ist. Na komm schon. Ja doch, es geht noch. Gut. So, Philipp hat noch einen Punkt bekommen. Dann kann er mal Abendessen servieren. Nudeln mit Käsesoße. Und er hat sich einen Kochpunkt verdient. Oh, unser Müll stinkt. Ich muss ihn gleich nach dem Essen mal rausbringen. Und das war mal wieder mein Wecker, der mir sagt, ich habe noch 4 Minuten, also beziehungsweise knapp 5 Minuten. Mach ich mal schnell Durchlauf. Und ich würde eigentlich noch die Spülmaschine reparieren mit der Sophie. Das habe ich jetzt nicht mehr hinbekommen in der Zeit. So, Philipp muss auch ins Bett. Vorher kann er noch schnell die ganzen Käsenudeln wegräumen. Und dann ist auch Emily schon wieder wach. Ich habe überhaupt keine Ruhepause hier mehr. Sonst war es immer so angenehm, so zwischendurch mal.
Wieso ist immer nur ein Baum mit Kiefern befallen? Kommt schon, alle brauche ich, alle vier. Ja, Emily muss jetzt warten, bis die Oma wach ist. Dann so lange muss sie jetzt noch im Kinderbett ausharren. Nudeln. Oh, gute Bülle, dubbe Nudeln. Oh, Titi, du Fuscher. Oh, der Bäckide. Und aufs Töpfchen setzen. Alte Kleidung anziehen. Hey, der Wegener. Oh, der Bäckide, Nana. Oh, der Bäckide. Mein Wasserhahn in der Küche tropft. Ich hasse es, wenn er das tut. Ich bräuchte mal einen neuen Wasserhahn. Ah, okay, das sieht gut aus. Jetzt sind schon drei Obstbäume mit Kiefern befallen. Wenn der hintere auch noch befallen ist, dann werde ich den Philipp mal runterschicken und alles einsprühen lassen. Dann bin ich mal gespannt, ob das schon reicht. Was machst du jetzt, Kindra? Achso, ja, genau. Gut. Dann könnt ihr mal ein bisschen zusammenspielen. So, dann holt sie noch die Flasche. Und ja, dann geht's im nächsten Video weiter. Und ich hoffe, dass ich dann schon besser weiß, genauer weiß, ob das was mit diesen Bäumen hier bringt oder nicht. Ich setze hier einfach nochmal zwei dazu. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob viel reicht. Wir werden es sehen. gut. Also, dann sehen wir uns im nächsten Video, beziehungsweise hören uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.